Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ich habe hier einen sehr unfreundlichen Nachbarn. Und ich habe ein bisschen Angst. Hallo. So, aber jetzt können wir, glaube ich, runter. Oder kommst du? Ah, sehr gut. Nein. Nochmal auf den Kopf und nochmal auf den Kopf. Bitte fall um. Sehr gut. Ich spring runter. Ah. Sehr gut. Das hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Nee, aber ja, ich musste einen Stock höher klettern, weil der ist hier unten rumgerannt und hat hier das Ding schon mal kaputt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, bevor der dann nach oben klettert und mich vermöbelt, kletter ich einfach ein Stückchen weiter nach oben. Gut, jetzt haben wir es aber geschafft. Der ist kaputt und... Ja, hier ist, wie gesagt, auch eine kleine Stadt. Da sind wir ja letztes Mal mehr oder weniger, ja, hierher gereist. Ich höre dich. Komm her. So. Ach, sind wir nicht tot? Ach, mir nix. Okay. Ich habe mir eigentlich gedacht, also die Stadt hier könnte man auf jeden Fall mal einen Außenposten bauen. Und wir fahren mal ein bisschen weiter nach Norden. Dafür bleiben wir jetzt einfach mal hier ein bisschen auf der Straße und gucken, wo die so entlang geht. Auf jeden Fall, hier sind hier jetzt noch Häuser. Was haben wir denn noch? Also auf jeden Fall dieses Hochhaus und die Baustelle, wo man schön viel Spaß haben kann. Und ist hier nochmal die Schule? Ich glaube, das ist nochmal eine Schule. Bisschen schneller. Ja, das ist die Schule, wenn es geladen ist. komm, mach hin. Oh, und wieder ein Hirsch. Die Jagd geht weiter. Also, ich hoffe, den finde ich jetzt. Aber eigentlich ja nur hier geradeaus und da rechts. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir erkunden heute noch ein bisschen weiter diese Karte und fahren dann im großen Bogen wieder zurück nach Hause. Da bin ich weg. Erstmal aber noch ein bisschen nach Norden. Ich dachte, wir sollten mal ein bisschen auf der Straße entlang. In einem Kommentar meinte man, entdeckt da vielleicht sogar mehr, wenn man auf der Straße bleibt. Aber ich finde jetzt nicht mal mehr die Straße. Oh, Kohle. Kohle müsste ich fast mitnehmen. Ich habe nämlich noch ganz viel Nitrat zu Hause, aber fast nichts an Kohle. Deswegen nutzen wir das einfach, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Wir nehmen die Sachen mit. Und den da hinten auch. Ja, ich habe aber tatsächlich jetzt die Straße verloren. Da hat die aufgehört bei der Schule. Ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Eieiei. Mal wieder. So, komm. Nein, ich bin wieder weg. Tschüss. So, dann fahren wir hier jetzt mal nach rechts. Oh, das ist schon wieder Kohle. Ich kann doch nicht die ganze Zeit Kohle abbauen. Oh, ein Wolf. Und Fleisch. Das ist nur am Jagen. Und am... Au! Hast du davon? Und ich verblute. Aua. Mann, Mann, Mann. Doofer Wolf. Aber es gibt lecker Fleisch. So. Dann hau mal dich noch weg. Ich bin aber so froh, dass ich in der Nacht keine Wanderhorde hatte. Und wenn ja, dann habe ich sie nicht mitbekommen. Weil ich hatte da so zu tun mit dem Feral. Das war sehr, sehr unangenehm. Also, haben wir alles? Jawohl. Minibike. Nach Norden. Da ist wieder Blei. Mann, ich kann doch nicht alles mitnehmen. Nee, das ist sogar Kohle. Und da hinten und überall. Ah. Ist das ein Händler? Ich glaube, das ist ein Händler hier. Lass mich in Ruhe.
Ja, das ist tatsächlich ein Händler. Schlange. Heute echt nur, oder letzte Folge ja auch schon, nur um Fleisch sammeln. Du bist hartnäckig, oder? Du bist hartnäckig, na gut. Komm. Fall um. Und kaputt. Holz, nehmen wir mal mit. Jetzt habe ich halt keine Kohle dabei, aber ich glaube... ich hoffe, der hat nichts Gutes. So. Ich glaube, wir haben auch gar nichts dabei, das man verkaufen könnte, oder? Mal gucken und ärgern, dass wir keine Kohle dabei haben. Your money is welcome here. Ja. Der ist immer freundlich hier, der Händler. Ich weiß auch nicht warum. Und ich habe irgendwie immer nur den Händler. Kann das sein? Überall, wo ich jetzt auf dieser Random-Karte war, ich habe immer nur diese Variante von Händler. Es gibt ja auch den, der im Schneegebiet ist und ich habe immer nur den. Aber es ist gut. Der ist immer nett. Ich sehe jetzt aber nichts, was ich unbedingt haben wollen würde. Ofen kann man sich ja mittlerweile anpinseln. Die habe ich sonst immer gern genommen. Hier ist eigentlich auch nichts Interessantes. Also brauchen wir uns nicht ärgern, dass wir keine Kohle haben. You have a great day now. Danke. So, ich loot da jetzt auch nicht, weil wir wollen ja hauptsächlich eigentlich die Karte erkunden. Hast du den Hasen getötet? Hast du ihn auch gefressen? Ja, jetzt bin ich schon wieder. Ich hab's echt nicht so mit der Orientierung. Wir wollten doch eigentlich nach Norden, aber wir können jetzt auch hier der Straße folgen. Aber die führt nur wieder zum See. Das ist auch blöd. Und dann mache ich jetzt hier. Ich will noch ein bisschen nach Norden. Oh nee, warte. Da kommt zerstörtes Gebiet. Da will ich nicht rein. Hier ist verbranntes Gebiet, zerstörtes Gebiet. Okay. Ich lasse jetzt die Kohle. Ich kann nicht alle 2 Meter absteigen und die Sachen mitnehmen. Obwohl ich das Zeug halt brauchen würde, eigentlich. Aber gut. Muss ich halt mal ohne Aufnahme irgendwie rumgurken. Und ein paar Sachen einsammeln. Aber ich glaube, da hinten ist schon wieder eine Stadt. Da will ich jetzt hin. Oh, im zerstörten Gebiet, aber da will ich jetzt hin. Da fahren wir jetzt auch hin. Ziemlich viele Zombies unterwegs hier. Und Hirsche. Und ich treffe nicht. Na, wie der da liegt. Fieser, es tut doch weh. Na gut, wenn ich ihn da so auseinanderschnibbel, das tut auch weh. So, Minibike. Nein, Vogel, lass mich in Ruhe. Ich habe absolut keinen Nerv für dich. So. Ich versuche jetzt im verbrannten Gebiet durchzufahren, weil ich möchte ungern durch das zerstörte Gebiet fahren. Und dann aber natürlich Richtung Stadt. Dann gucken wir mal, was die noch so zu bieten hat. Ob es sich vielleicht besser lohnt, wenn wir da dann einen Außenposten hinbauen. Weil die eine Stadt, die hatte das eine Hochhaus und die Pfandleihe, was eigentlich schon ganz gut Loot bringt. Aber wenn die Stadt hier hinten noch größer ist, dann würde sich das, glaube ich, besser lohnen für einen Außenposten. Also würde ich jetzt mal so ganz diskret behaupten. So, einmal auf den Berg hoch, dann können wir vielleicht gucken, was es noch so gibt. Uah, zerstörtes Gebiet. Ich hasse es halt. Das ist ja nicht, im Grunde ist es nicht schlimm oder so, aber ich hasse die Minen, ich hasse die Hunde und einfach alles. Ein Hühnchen! Alles erwische ich nicht. Und Hasen, die sind böse. Komm, bleib hier. Aber ich gehe da jetzt nicht zu Fuß rein. Aber das Hühnchen ist tot. Haha, ich hab's doch erwischt. Nicht in die Mine laufen. Ich glaube, da ist schon einer.
So, du willst auch noch was? Und du komm zu mir. Wenn du was willst, komm zu mir. So, guck mal hier rein. Nichts. So, komm. So, vorsichtig. Ja, es ist halt, manchmal sind die Dinger Mine, manchmal nicht. Dann diese kleinen Bonbon-Tüten, nee, nicht Tüten, diese Dosen. Das sind meistens auch Minen, wenn die irgendwo rumliegen. Auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. So, auf jeden Fall ist da schon mal die Stadt. Sieht aber auch wieder aus, als wäre die Stadt nicht im verbrannten. Im zerstörten Gebiet, sondern auch eher wieder in Steppe. Steppe und Wüste, sie sind eigentlich richtig schön. So, Pop and Pill haben wir hier. Wir haben hier eine Tankstelle. Apropos Tankstelle. Sollte ich vielleicht mal tanken? Ja. Ah, perfekt. Richtig getankt an der Tankstelle. So, lohnt sich hier... Ach so, ja, in der Nacht habe ich gefroren. Steck nochmal ab, Mädchen. Mantel ausziehen, passt. Durst, Hunger reicht eigentlich noch. Ach, das Schild zittert so komisch. Auf jeden Fall, große Apotheke haben wir. Dann, was haben wir noch so? Wir wollen einmal durchgucken. Zweimal Bassbar. Da hat sich das Geschäft gelohnt. Da hat er gleich direkt nebendran nochmal eine Bar aufgemacht. Viele zerstörte Häuser. Es gibt halt auf diesen Random Karten wahnsinnig viele kaputte Häuser. Was haben wir hier so? Maisfeld. Mais könnte ich ein bisschen mitnehmen, oder? Ein bisschen Mais. Nur ein bisschen. Ich habe nämlich das für den Wildbret. Ach, kann ich gar nicht mitnehmen? Hä? Ach so. Die sind noch gar nicht reif. Hier, die da können wir mitnehmen. Nehmen wir da ein paar mit. Weil ich habe ja für den Wildbret-Eintopf habe ich ein paar verbraten. Und das ist natürlich unser Ziel, da dann wieder ganz viele anpflanzen. Dafür muss ich aber erstmal wieder einen Garten bauen. Das ist, ja. Da gehe ich doch lieber jetzt gerade ein bisschen rum und... Welten bummeln. Gucken, was es gibt. So, reicht. Die meckern eh schon wieder alle. Ja, ihr pflanzt es an und ich klaus dann. So muss das sein. Jetzt haben wir hier Häuser, Scheunen, alles. Was richtig... Also schlecht ist denn nicht. Ich glaube, das ist dann die andere Stadt, aber doch besser mit dem Hochhaus. Da ist man für ein paar Tage beschäftigt mit Looten. Und hier sehe ich jetzt eigentlich nur... Ich warte jetzt mal wieder ein bisschen, bis das Ganze geladen hat. Bis jetzt habe ich nur den großen Apothekenladen gesehen. Ach, und da sind wir jetzt schon wieder da, oder? Oder ist das der zweite? Hardware? Nee, das ist ein anderer. Okay. Ja, und da ist nochmal Poppin'Pills. Nein, das ist ein Working Stiff. Mann, ich erzähle hier nur Käse heute. Das ist so ein kleiner Workshop-Dings. Ah, gut, dann... Oh, da hinten ist ein Shotgun-Messias. Dann ist es vielleicht doch nicht so doof hier, die Stadt. Und da hinten haben wir eine Fabrik, oder? Und mit Leertaste drücken, dann hält das Minibike direkt an. Also ich glaube, das stimmt. Schnell absteigen möchte. Also wir haben Fleisch ohne Ende. Wir bringen eigentlich nur Fleisch nach Hause. Wieso sieht das so komisch aus? Warum hört sich so komisch an? Hilfe? Fall um.
Du brauchst dich nicht wehren, du hast eh keine Chance. So, fahren wir nochmal ein Stück. Ich glaube, das... Nee, ich weiß es nicht. Ach doch, weil es vielleicht so am Rand vom zerstörten Gebiet war. Ah, die ganzen Scheunen. Bäh. Was ist das denn für eine Fabrik? Okay, Fabrik. Einmal der Sendeturm. Dann die Fabrik. Nee, jetzt ist keine mehr da. Hä? Ach doch. Das ist so komisch mit dem Laden. Das ist blöd. Oh, ganz viel Ölfässer gibt es da drin. Da gibt es ganz viel Ölfässer. Wenn ich jetzt richtig bin. Sollen wir Ölfässer mitnehmen? Ganz viele? Könnte man die eine Falle wieder aufbauen. Die ja leider nicht so klappt, wie ich gerne hätte. Okay. Lady? Ich glaube, das ist gar nicht die Ölfabrik, oder? Die ich jetzt denke, dass es ist. Und oh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ach, die ist freigeschaltet. Ich habe... Doch, das ist sie. So, am besten nicht reinballern. Ich weiß noch, einmal war ich, glaube hier und da war ein Bär, der ist da durchgekommen. Das war eklig. Ganz leise. Wir wollen nur die Fässer. Mehr will ich gar nicht. Danach bin ich sofort wieder weg. Und tschüss. Hat ja geklappt. Dann sind wir aber eigentlich auch schon wieder durch. Und ich sehe schon wieder eine Schlange, oder? Ist das eine Schlange? Ja, natürlich ist das eine Schlange. Komm her, du kleines Ding, du. Ja, wenn wir sonst schon nichts mit nach Hause nehmen, dann wenigstens genug Fleisch. Da können wir wieder kochen ohne Ende. Ja, gut. Aber da würde ich dann echt sagen, die, obwohl das hier größer ist, ich weiß gar nicht, wo wir herkommen, von hier irgendwo, genau, dann wäre trotzdem hier ein Außenposten, glaube ich, schöner, weil hier halt das Hochhaus ist. Also gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt Richtung Osten, glaube ich. Ja, machen wir das, oder? Blöde Gebiet hier. Ich mag das einfach nicht. Komme ich hier irgendwie raus? Ich möchte jetzt auch nicht direkt durch das Schrottgebiet. Aber ich glaube, das müssen wir. Attacke! Einfach so. Einmal durch. Hier sind auch so viele Zombies. Schon wieder eine Schlange. Aber ich steige jetzt nicht ab. Nicht in diesem Gebiet hier. Lass mich in Ruhe. Es gab jetzt aber auch keine Straße, oder? In die Richtung. Das wäre schön gewesen. Auf einer Straße entlang fahren. Hier fahren wir aber jetzt schön einfach quer drüber. Nach Osten. Und irgendwann haben wir die ganze Karte hier erkundet. Einmal Berg nach oben. Nein, nein, nein. Deswegen wäre eine Straße schön. Dann würde ich nicht überall dran hängen bleiben. Ausweichen. Links, rechts, geradeaus. Ich höre überall Schlangen. Entweder sind es Schweine oder Schlangen. Irgendwas höre ich immer. Und Zombies sowieso. Aber gibt es hier... Immer mal ein anderes Gebiet. Ich mag das hier nicht. Was ist denn, wenn ich über so ein... über einen See, sage ich schon. Wenn ich über so ein Hügel drüber... Ah, ziemlich schnell, muss ich mal aufpassen. Es könnte ja ein See dahinter sein. Und da möchte ich auf gar keinen Fall reinplumpsen. Oh, da haben wir eine Straße. Aber die führt in die falsche Richtung. Oder sollen wir mal der Straße folgen? Gibt es da unten eine Straße? Oder ist das jetzt das gleiche Ding? Bin ich hier schon mal entlang gekommen? Sind wir jetzt? Nee, aber fast. Wir können jetzt der Straße folgen und dann... Hier war der Händler, genau.
Nee, ich fahre jetzt einfach hier geradeaus weiter, direkt nach Osten. Einfach, wie gesagt, großer Weg, großer Umweg nach Hause. Und wieder ein bisschen was entdeckt. Und wie gesagt, ich würde gerne da bei dem Hochhaus mir dann Außenposten hinbasteln. Aber erstmal müssen wir ja noch die eine Falle fertig bauen. Und wir müssen Valhalla fertig bekommen. So, Zombie. Na, Zombie brauche ich nicht. Hey, wenn, dann würde ich nur was mit Fleisch umklatschen. Aber man hat auch richtig viel Wasser, See, Wasser. Eigentlich auch ganz schön auf den Random-Karten. Nur wenn man auf die andere Seite gehen möchte, dann muss man halt verdammt lang schwimmen oder eine riesen Brücke bauen. Das ist halt dann der Nachteil bei so einem großen See, aber sonst ist das eigentlich schon ganz hübsch hier alles. Na guck mal, da ist eine Straße, die fängt genau hier an. Da fahren wir jetzt mal, ja gut, komische Straße. und da unten hört es schon wieder auf. Ist ja doof. Na, ich will nicht schon wieder machen, Norden. Komm, wir fahren jetzt hier hoch den Berg nach oben. Vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas Schönes. Aber wenn man halt so auf dem Berg ist, dann hat man doch so ein bisschen Übersicht und ich sollte erstmal ein bisschen laden lassen. Da auf den Hügel. Aber irgendwie erstreckt sich hier halt. Ja, das ist die Stadt, die wir ja schon kennen. Genau, das ist die Stadt hier. Und da ist ein Reh. Ein Hirsch. Genau, dann sind wir eigentlich im Prinzip schon wieder... Oh, guck mal. Wolf und Hirsch vereint. Wolf, lass mein Reh in Ruhe. Das Fleisch esse ich. So. Perfekt. Ha, Gruppenkuscheln. So. Müssen wir halt wirklich auch mal, ja, einfach mal die Zeit nehmen und die ganzen Zwischensachen von der Karte. Also, na, ja, ich habe schon ganz ausgescrollt, na gut. Also hier mal alles erkunden, damit die ganze Karte aufgedeckt ist. Das wäre doch auch noch eine Aufgabe, oder? Wir haben hier, man hat hier halt jetzt so die Wege und dann hier alles dazwischen auch noch. Entdecken. Stelle ich mir auch eklig vor. Aber wir haben hier hinten Wüste. Fahre ich jetzt gerade noch ein bisschen in die Wüste. Und ja, wie gesagt, das da rechts ist ja die große Stadt, die wir auch schon erkundet haben. Da bin ich, glaube ich, auch einmal gestorben. Ich glaube an dem Vogel. Das war, glaube ich, der Tod in der Stadt. Aber ich wusste nicht, dass ich hier dann Wüste habe. Das ist ja cool. Dann könnte man bestimmt hier auch was Schönes bauen. Ich glaube, in der Wüste bietet sich auch gerade ein Freifallturm oder so an. Weil man hat einfach nur Sand zum... Hey. Bitte was? Bitte was? Ja, man hat halt einfach nur Sand zum Wegbuddeln. Und nicht dauernd Stein, wobei man halt Stein sehr, sehr gut gebrauchen kann. Für die Schmieden. Auto. Ich sollte erst laden lassen. Komm, laden mal ein bisschen. Bisschen laden. So. Jawohl, ich hab... In der Stadt ist ja auch ein Hochhaus. Das vergesse ich immer. Ja, das ist halt hier eher im hinteren Bereich. Aber die Stadt ist eigentlich schon richtig heftig. Ich glaube, ich bin nach meinem Tod dann nicht mehr wirklich da reingegangen, oder? Aber ich sollte mich davon sowas nicht abschrecken lassen. Oh, da ist ein Hochhaus. Und da ist auch die Baustelle. Wie gesagt, man hat eigentlich, im Grunde habe ich alles um mich herum. Ja, komm her, Schlange. Komm, wenn du dich traust. Haha. Komm. Schade, keine Eier. Das wäre so schön gewesen.
Hätte man nämlich direkt Eier und Speck machen können. Aber ich bin echt zufrieden mit meiner Karte. Also es ist echt egal, wie weit oder wo ich hinfahre. Ich habe halt wirklich schöne... Oh, Schlange, Hase. Was ist denn hier los? Also Fleisch gibt es hier auf jeden Fall viel, viel mehr. Ist hier wieder so ein Loch? Ne. Schlange. Da. Nee, aber ich bin echt zufrieden mit meiner Karte. Ich habe mir diese Random-Karten wirklich schlimmer vorgestellt. So total... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Senkrechte Berge und abgeschnittene Sachen und irgendwie nichts erreichbar, weil nur Wasser dazwischen ist. So, keine Ahnung, ich habe mir das halt richtig, richtig übel vorgestellt. Aber dass Random-Karten so schön sein können und dann auch so mit den Städten und so, finde ich echt schön. Also, das ist schon nicht ganz schlecht. So, jetzt gucken wir mal hier in die Stadt noch. Was haben wir hier noch? Auf jeden Fall Hochhäuser. Ganz viele kaputte Häuser. Mais. Und da hinten ist ein Bestattungsunternehmen. Und da ist auch eine Schule? Nee, oder? Doch. Tatsache. Das braucht zwar mal ein bisschen, aber wir haben hier auch eine Schule. Ich dachte, ich habe nur in der Schneestadt da hinten eine Schule, aber wir haben echt alles um uns herum. Also riesige Bücherei. Gleich zweimal in der Stadt, direkt in der Umgebung. Das ist richtig übel. Und da ist aber dann nichts mehr, oder? Nee, da hört es dann auf. Und das ist die Stadt. Das müsste das Zeug sein, wo ich immer die Bücher und so geholt habe. Zur Luftlinie? Nee. Das gehört auch noch zu der Stadt? Wie groß ist die denn? Auf jeden Fall riesig. Wir müssen in der Stadt hier rumrennen. Wir haben echt alles vorm Haus. Das ist richtig heftig. Halt ruckelt's wie Sau, aber ich hoffe, das ist halbwegs in Ordnung. Mich stört das selber. Ich hoffe, das wird auch mal irgendwie besser. Ganz viele kaputte Häuser. Mal gucken. Stopp, 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 stopp. Was ist das für ein Berg? Oh, hi. Ja, das passiert, wenn man mir in den Weg läuft. Habe ich da jetzt auch ein Schwein gehört? Schweinchen? Ich war gerade am Überlegen, weil ich gesehen habe, dass mein Platz voll ist, ob ich vielleicht die ganze Zeit Fleisch verschwende. Aber es hatte noch seinen Platz. Ich finde gerade dieses Gebilde hier irgendwie irritierend und komisch. Ich dachte eigentlich, wenn das fertig lädt, dass das irgendwie besser aussieht, aber es ist irgendwie komisch. Naja. Riesenstadt. Riesenstadt. Und hier ist wieder ewig viel Flachland. Da könnte man, keine Ahnung, da kann man sich seine eigene Stadt hinbauen eigentlich. Richtig übel. Na gut. Und hier, glaube ich, waren wir schon öfter, oder? Da ist schon wieder ein Hirsch. Ja, das ist alles eine Stadt. Das ist echt heftig. So, komm. Nein, blödes Viech. Und ein Wolf. Ja, warum nicht? Nehmen wir auch mit. Fall um. Hirsch. Nein. Bleib doch stehen, ich finde dich gleich nicht mehr. Ja, ist ja schön. Ich will aber meinen Hirsch. So, tschüss. Wo ist der jetzt hingehoppelt?
Der ist zwar vorne in das Ding rein, aber ich hoffe, der ist hier wieder raus. Da ist er doch. Und kann... Oh. Jetzt. Warum brauche ich bei den Hirschen immer zwei Schüsse? So, 36. Oh, das ist so viel Fleisch. Das ist so schön. Books, Hardware. Passt. Wir haben echt alles um uns herum. Wir können uns echt nicht beschweren. Ne, aber jetzt ist es eh schon abends. Ich würde dann mal vielleicht nochmal kurz bei der Falle vorbeifahren. Da habe ich ja ein bisschen außen rumgegraben. Ah ja, legt euch hin und schlaft weiter. Und Ruhe bitte. Ein bisschen weiter gegraben. Ich habe auch schon ein paar Spitzen aufgestellt. Und jetzt, vorsichtig, lade, alles gut. Und jetzt muss ich praktisch noch, ich habe mir eigentlich gedacht, ich baue da noch eine Art Dach hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil ich halt auch noch nicht richtig weiß, wie ich das gern hätte. Weil das soll halt, ein Dach sein und Stacheln runterhängen. Falls sie sich gegenseitig wieder nach oben stapeln. Also manchmal läuft ja ein Zombie auf dem anderen Zombie rum. Und da möchte ich praktisch von oben und von unten Stacheln haben. Und dann die Stacheln von oben später eventuell austauschen mit diesen Blade Traps. Stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. Und wenn wir dann auch genug Stromzeugs haben. Dann, wie gesagt, ein bisschen modernisieren und von Spitzen dann eben zu anderen Waffen, zu anderen Fallen hin tendieren. Da könnte man das praktisch so ein bisschen upgraden. Das wäre eigentlich ganz cool. Nur umsetzen muss ich es halt dann wieder irgendwie oder noch. Und wo? Da sind meine Fallen. Hier sind meine Fallen. So. Müssen wir einmal schön im Kreis befahren. Das ist doch auch schön. So. So, hier ist jetzt auch schon alles, es ist mein komplettes Stahl, hat dieser kleine Käfig hier geschluckt. Aber mir war das halt wichtig, dass hier das Außendings komplett auf Stahl aufgewertet ist. Und hier schon mal die Spitzen. Ich habe hier, dass die hier schon rein und rauslaufen können. Und hier habe ich mir dann eben überlegt, da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das so lasse. Ich habe mir gedacht, eine Welle, weil eigentlich ist dieses Ding nicht schlecht, weil umso mehr die hoch und runter hüpfen, umso mehr Schaden kriegen die ja dann von den Spitzen. Und weil die dann immer hier hoch und runter hüpfen, dachte ich mir, ist vielleicht ganz gut. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das vielleicht nur an der einen Seite teste oder ob ich das dann überall mache. Und vor allen Dingen ist es halt mir jetzt wichtig gewesen, ich wollte hier jetzt nicht schon wieder einen fetten Klotz haben, weil sonst, wenn das Ding hier zerstört ist, dann kommen die da nicht drauf. Und dann können die einfach da auf den Stachel drauf rumhauen und sind halt dann bei mir. Dann passt das auch. Und nur mit Holz wollte ich jetzt da auch nicht bauen. Dann habe ich mir überlegt, eben nochmal zwei Reihen Stacheln und hier eben zum, ja, eventuell eine Säule hinbauen. Weil ich möchte ja auch, dass hier ein Dach drauf kommt, ebenfalls mit Stacheln. Dass die sich einfach hier durch diese kompletten Stacheln durchquetschen müssen. Und vielleicht, bis die bei mir sind, gar nichts mehr übrig ist von denen. Genau, das ist so der Plan. Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge dann mal. Und ich glaube, wir haben jetzt fast sogar ein bisschen Zeit. Ich bin ja letztes Mal einfach abgehauen von zu Hause. Aber dann könnte ich da mal ein bisschen mehr zeigen. Verdammt viel Arbeit war das auf jeden Fall. Und lade bitte vorsichtig. So, auf jeden Fall, die Seite ist jetzt auch komplett fertig. Und was haben wir noch? Mir fehlt jetzt halt noch hier unten, aber ja, da sollen die einfach weiter drauf rumhämmern. Komme ich hier jetzt hoch? Nein, 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 ja, nein. Okay, dann nicht. Dann fahren wir außen rum. So.
So, schön zumachen. So, ist brav. Ja, das muss ich noch wegmachen, dann. Genau. Ah, wo fange ich an? Ah, ich weiß es nicht. Total verplant. Mal wieder. Ach, jetzt springe ich hier hoch, weil ich das so gewohnt bin. Und hier muss ich noch das Glas reinfügen. Hier habe ich das Glas weggehauen, weil hier habe ich das schon angepinselt. Hier muss ich dann noch Glas reinbauen und auch erst noch anpinseln, weil ich mag das nicht, wenn Beton da ist. Und wenn ich jetzt Gläser hinmache, dann habe ich die Farbe und es sieht dann blöd aus. Hier werde ich meine Waffenkammer hinbauen. Deswegen habe ich weiß noch nicht, ob das aussieht wie ein Schwert, aber ich glaube nicht. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich hier jetzt noch unten den Griff ein bisschen mache oder ob ich das wieder wegschlage, ich habe keine Ahnung. Aber ich dachte mir halt einfach so, Waffenkammer, so ein Schwert. Und dann hier so möchte ich die ganzen, vielleicht nochmal eine Mauer hinbauen, bin mir noch nicht sicher. Da dann die ganzen Waffenschränke hinbasteln. Und hier habe ich dann einen Weg nach unten. Und hier ist dann praktisch die Werkbank. Also so habe ich mir das vorgestellt. Dann haben wir hier... Ja, ich musste, weil... Die Fläche, ihr habt es ja gesehen, da drüben, es ist einfach kaputt gegangen. Je weiter ich natürlich nach drinnen bin. Ich wollte jetzt aber auch nicht hier überall alle paar Meter eine Säule hinbauen. Jetzt habe ich mir halt überlegt, ob ich so ein Zwischendings reinbaue. Weil die geben dem ja immer Halt und deswegen immer so zack, zack, zack. Und bis ich das hatte und dann hat es gepasst. Ich habe es noch nicht überlegt gehabt. Ich hätte vorher überlegen sollen oder planen sollen. Diese Säule könnte den meisten Halt geben. Wenn man aber jetzt der Säule folgt, dann ist es diese Linie. Und hier kann ich nicht das Ding hinbauen. Das ist halt scheiße. Das muss ich jetzt dann praktisch in der Mitte. Aber wenn ich jetzt das hier in der Mitte baue, dann sieht man, dass hier keine Säule ist. Und das ist doof. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das überhaupt hält. Oder sonst muss ich... Ja. Du hast Durst. Mir ist das gerade egal. Oder sonst muss ich halt doch hier oder so in der Mitte irgendwo erst nochmal eine Säule hochziehen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber ich hätte vorher planen sollen. Ja, mein eigenes Verschulden. Und ich habe mir halt überlegt, mit Turm immer hoch und runter latschen. Das ist richtig anstrengend. Deswegen habe ich mir hier jetzt mal übergangsweise, Vorsicht, aus Holz die Leiter hier gebaut. Dann kann ich hier nämlich schön in Ruhe alles hinbasteln. Und muss halt nicht dauernd hoch und runter oder wenn mir Beton ausgeht, brauche ich einfach nur hier runterhüpfen und kann wieder nach oben. Man muss nicht dauernd Turm bauen und wieder nach unten, nach oben, nach unten. Das war halt sehr umständlich und ich möchte ja schnell arbeiten jetzt. Die Dinger werden glaube ich alle halten, aber halt das ganze Dings hier zukriegen mit Dach, das ist halt mein Problem. Und vor allen Dingen hier hinten, diese Riesenhalle. Wie soll ich das denn schaffen? Da werde ich wohl oder übel lauter Säulen reinpacken müssen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. Und deswegen habe ich auch hier Holz genommen. Ich habe einfach nur hier die äußere Seite Beton gemacht. Und hier die Ecken einfach verstärkt mit Beton. Weil ich hatte, ja, ich hoffe, dass das halt mehr Halt gibt. Und ja, in der Mitte habe ich dann einfach nur mit einfach Holz gearbeitet. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier alles mit Beton gefüllt hätte, dann wäre es zu schwer gewesen. Und mir wäre alles eingekracht. Also könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Und wenn man das später alles anpinselt mit Farbe, dann spielt das eh keine Rolle, ob es Holz oder Beton ist. Dann wird eh alles wunderschön weiß oder rot. Oder sonst irgendwie farblich angepinselt. Jetzt bauen wir halt noch ganz, ganz viele Glas. Und, nicht runterfallen. Mann. So, ganz viel Glas und dann haben wir die Scheibenfenster und so auch bald irgendwann fertig. Irgendwann in 10 Jahren vielleicht. Ach ja, keine Ahnung. Aber wir sind wieder zu Hause. Mal schauen. Nächstes Mal vielleicht an der Falle bauen und vielleicht hier am Dach bauen. Na, gucken wir mal, wie wir das alles hinkriegen. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Dann mache ich hier mal ein bisschen sauber. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.